Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Crow Up. Wo wir uns als Ball herumbewegen. Ja, ich hab, ich muss ehrlich zugeben, ich hab's doch jetzt entschieden. Ich mache jetzt noch ein Part schnell. Einfach weil, Entschuldigung, es geht einfach nicht anders. Es ist einfach zu amüsant zu wissen. Und ja, wie ihr seht, ich vervollständige so stückweise. Ah, ich kann auch so dann schnell Auswahl treffen. Gut. Ich vervollständige gerade so ein bisschen die Sachen. Was ich aber ganz fantastisch fand, ich habe das ja noch am Ende des Parts gesehen, also keine Sorge. Bevor jetzt 1000 Leute schreiben, du hast da einen Kristall übersehen, werde ich nicht. Das war jetzt ein bisschen Panik. Okay, wir müssen da irgendwie ran. Ich muss da ran. Yay, so. Oh, und wir haben direkt daneben auch schon den nächsten eigentlich. Das heißt, ich habe den eigentlich schon übersehen. Hoppla. Was kann der denn Feines? Oh, Alter. Okay, der ist einfach nochmal eine Nummer stärker als der andere. Habe ich so das Gefühl, einfach. Das spricht dafür, dass ich jetzt einmal hier einen hin platziere. Da reingehe. Nicht als Kugelforme, aber. Um dann am höchsten Punkt mich zu entfalten und loszugleiten. Ja, okay, es macht schon riesig Spaß. Ich muss zugeben, es ist einfach exorbitant besser als der erste Teil. Gut. Man sollte nicht zu hoch, ne? Also mit den Aussagen sein. Aber es ist halt. Ist ja klar, meistens ist der zweite Teil besser, meistens sehr schlechter und meistens kann er halt gar nichts, ne? Und meistens sind einfach beide Teile leider Gottes ein großer Fehler der Studios. Kommt immer drauf an. Ja. Kommt immer drauf an. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe halt keine direkte Aussage darüber, die, wie ich das noch besser begründen könnte. Also es gibt halt Sachen, die halt sich von selber erklären müssen. Da kann man noch so viel herum diskutieren, herumsprechen um das Thema. Ich mache mich jetzt zum Ball. Also, es gibt immer Gründe, warum ein Teil besser ist als der andere. Es gibt immer Gründe, warum keiner der Teile gut ist. Es gibt immer Gründe, warum, weshalb, wieso und so weiter. Also, da müsst ihr halt echt dann euch selber fragen, lohnt es sich für euch, macht das Sinn und so weiter. So, der hier ist etwas schwieriger zu erwischen. Dennoch erwischt. So. Und ja, ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen unnötig, mehr oder minder, was ich hier mache. Aber ich will halt so schnell wie möglich, so viel wie möglich erledigt wissen. Okay. Das lädt einfach dazu ein. ...25 von 30. Also ich peile immer das nächst höhere an, logischerweise. Nicht das aktuelle Ziel. Das 150. Das wäre auch ein bisschen vermessen, übrigens. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder in einen anderen Bereich. Okay, Moment. So.
Jetzt bin ich zwar wieder in einem anderen Bereich, als ich sein solle, aber sollte, meine ich, Entschuldigung. Aber immerhin haben wir es ja für einen gewissen Grund gemacht. So, ja, mir war es klar. Das war mir irgendwie schon wieder klar, dass das kommt. Die Palme konnte ich einscannen. Also man weiß halt so ein bisschen Bescheid darüber, was man einscannen kann und was nicht. So, und ich gehe jetzt auch über die Schnellauswahl lieber zu den Sachen hin. Ich habe auch das Gefühl, dass das einfach sinniger ist. Und ich räume mich auch mal ein bisschen durch die Gegend. Ist ja auch mal was Neues. Warum ging das eigentlich noch nicht im ersten Teil? Frage ich mich jetzt ganz ehrlich. Ah, ich verstehe schon. Oh. Hallo, kleiner Kumpel. Soll ich dir helfen? Komm mal her. Hup. Nein, hat nicht funktioniert, verdammt. Okay, Moment. Einmal so und... So. Bitte sehr, kleiner Kumpel. Zappel halt weiter noch herum. Okay, egal. Wir müssen da hoch, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir begeben uns so nach oben. Und finden einfach nochmal einen Kristall und noch so ein Piepteil. Ich glaube, es ist sinniger, wenn ich erst den hier mache. Und ja, ich spiele wieder mit Controller. Also, na gut, das sollte eigentlich schon seit dem ersten Part jetzt klar sein. Wieder mal mit Controller-Spiele. Aber andere Spiele, die, wo ich halt sage, okay, das geht so gar nicht mit Controller zu spielen, die spiele ich dann auch wirklich mit Maus und Tastatur. Einfach, weil es halt der Steuerung zu schulden ist. Also, wenn ihr jetzt denkt, dass ich alle Spiele ab sofort mit Controller spiele, nicht wirklich. Das wäre dann ein bisschen zu stressig. So. Jetzt kommt eine Kaktus-Stern-Samenfrucht. Pla. Also so ein Sterngedöns. Gedingse. Keine Ahnung. Ich kann es halt nicht argumentieren, genau, was ich meine. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wie es halt sich für einen Kaktus gehört, ist das halt so. Erst rausgewachsen und dann abgebogen immer diese Dinger. Aber wir werden gegen die Natur verstoßen und einfach den Wachstum so weiterführen, wie wir es für richtig halten. Und zwar Richtung solcher Energieinseln. Vor allem machen wir auch einen beschleunigten Wachstum, soweit ich weiß. Also sind wir sowieso gegen die Natur gewalten. Okay. Bam. So, hier sind es insgesamt 7 von den Dingern, die ich insgesamt finden muss. Da wächst auch schon die Frucht. Ich lasse mich hochbefördern. Und fliege extra einen ganz komischen Kurs. Boah, ich hoffe, ja, es funktioniert. Oder hat funktioniert. So. Ich brauche mal ganz kurz die Außenansicht. Sonst bin ich gerade ein bisschen überfordert. Da unten ist noch eine. Das heißt, ich muss eigentlich... von da aus noch eine starten lassen. So, einmal kurz, damit ich sehe, auf welcher Höhe ich bin. Ich habe es ja mit der Tiefenwahrnehmung nicht so besonders. Wow! Das ging schnell. Und von hier aus... Ich
wenn wir den abzweigen. Und einfach. Oh Gott, jetzt wird es halt ein bisschen wirsch. In die Richtung wachsen. Wie gesagt, es wird halt jetzt ein bisschen sehr wirsch, wie ich hier wachse. Und nein, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Oh, aber. Und ja, wie gesagt, so ein gebogener Kaktus wächst da wieder raus. Es ist halt, wie es in der Natur auch ist. Er biegt sich halt immer so ein Stück ums Eck, sobald er rausgewachsen ist. Danke. Ich sah auch so viel. Okay, also wie gesagt, es ist halt inzwischen auch meine kleinen Momente, die ich hier drinne verewige. Vom Humor her. Ich darf sie nicht vergessen. Oh, ich gehe zum ersten Mal von oben aus an so ein Ding. Nee. Das lasse ich nicht mit mir hier mehr anstellen. Wisst ihr was? Tschüss. Die machen mir jetzt ganz einfach. So. Und 28. Okay. Da ich gerade wieder ausnahmsweise nichts sehe wegen der Wolke. Ich glaube, die sollte ich vielleicht eventuell irgendwie ausstellen. Falls es irgendwie möglich ist. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Versuche ich jetzt hierhin zu gehen. Ich gehe wieder auf Satellitenansicht. Weil ich muss ganz kurz die nächste Insel auswendig machen. Keine Ahnung. Da oben muss ich auf jeden Fall ganz hin. Da ist noch eine. Ah, ich gehe mal eben in den Freiflug. Hallo? Ah, als Balkon. Warum nicht? Ja, super. Na gut, wir müssen eh in die Richtung. Moment. Da habe ich einen Kristall gehört. Wusste ich doch. So. Oh Gott. Jetzt richtig akkurat dahin landen ist auch so eine Sache, die ist halt fast unmöglich. So, wieder Gleitschirm auspacken. So, und jetzt wieder hier hoch. Der nächste mögliche Verbindungspunkt ist da oben. Dann nutze ich doch die Möglichkeit. Komm. Okay, das war ganz gut. Obwohl, nee, da hinten ist auch noch eine Insel. Okay, ich werde mich einfach mal hochpfeffern lassen. Und dann die Insel erstmal ansteuern. Und dann kümmere ich mich um die andere. Von daher gucken wir hier am akkuratesten. Ja komm, das ist beides ziemlich dicht dran. Nee. So. Und wieder etwas höher. Höhe gewinnen. So. So.
Wir steuern sie da rein. Springen ab im richtigen Augenblick. Klettern hier ran hoch. Oder, ja, komm. Jetzt hat es aber funktioniert. Ja, es wächst und gedeiht, unsere Pflanze. So, ich fliege erstmal hier hin und sehe. Ich glaube, von der Höhe an, da unten muss ich eine nehmen. Das heißt, die da hinten. Boah, erstmal überhaupt den richtigen Sichtwinkel wiederfinden, ist halt auch so eine Sache, die halt nicht immer 100% akkurat funktioniert. Es reicht bei so einer Kaktuspflanze, weil ihr das Gefühl, dass das halt nicht immer so gut ist. Na gut, ich glaube, der Part ist auch schon bald wieder lang genug, mal abgesehen davon. Ah Gott, wie gesagt, das Rumwachsen zu einem bestimmten Spot ist halt echt grausig. Aber ich will gerade nicht aufgeben. Ich will vor allen Dingen jetzt noch den einen Kristall da oben. Kriege ich hier... Ah okay, ich kriege dann nur den Stand... Ja, ja, ja. So, da haben wir es. 3 Batterien. Das heißt, wir können 3-mal so viel an Pflanzen pflanzen. Was natürlich ganz akkurat ist. Und ich glaube, ich gehe mal eben da drüben hin, weil da noch... Ah ja, und wir können natürlich auch 3-mal so lange jetzt fliegen. Mal abgesehen davon, dass das Jetpack eh schon... hochgepusht worden ist nochmal. Oh, da drüben kriegen wir nochmal eine neue Fähigkeit sogar. Ja, dann holen wir uns das noch eben. Besser ist. Wir können uns jetzt in einen Ball verwandeln, wir können fliegen, wir können Samen pflanzen, was kommt jetzt noch alles? Wir können schweben hier mit dem Gleitschirm. Habe ich noch vergessen. Wenn das jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra ist, weiß ich auch nicht. Ja, ha! Nö, nicht nochmal zu. Nein! Ich hab's tatsächlich nochmal zugemacht. Ah, klar, Insekten gehen zum Licht, ne? Schicker Flügelsprung von etwas. Hirn gleich davon. Ah, okay. Ja, das ist quasi unser Ersatzkleider. So, und einfach aus Prinzip, weil ich jetzt auch speichern möchte, gehe ich da oben hin. Weil ich halt nicht weiß, wie lange jetzt der Part geworden ist. Ich guck mal ganz kurz nach. Okay, wir haben gerade mal 18 Minuten, also wir können noch. Noch. So, wir haben jetzt gespeichert dennoch trotzdem, so gesehen. Das heißt, Moment, ich hatte hier noch was gesehen eben, ne? Wo war das denn? Ah, genau, hier. Ach, das sind Glühbirnen quasi, diese... Ach, ja gut, jetzt ergibt das auch ein bisschen Sinn, was ich da gesehen habe. So, jetzt haben wir 31 Kristalle. Aber wir müssen ja halt noch weiterdenken, ne? Wir kriegen ja noch mehr da. Also, es... Es wird eh wieder lustig, wenn ich dann die restlichen suche. Ich werde das wahrscheinlich dann wirklich wieder im Off machen. Einige werde ich allgemein im Off suchen. Und ich glaube, ich kann nochmal runter. Nochmal eine dieser Herausforderungen annehmen. Weil ich glaube, die waren auch mit dem Kleider verbunden.
So zumindest die Info, die ich weiß. Ah, da ist auch noch ein Kristall. Heißt, das lohnt sich sogar. Mal sehen. Mal schauen, mal schauen. So, Herausforderung. Okay, hier haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Zwar nicht allzu viel Zeit, also wir sollten uns wirklich ein bisschen beeilen. Ah, ja, okay, kann ich eigentlich gleich nochmal neu starten, weil ich einfach den Start schon extrem verkackt habe, theoretisch. Obwohl. Na komm. Bäh. Komm. Sammel, sammel, sammel. Ah. Okay, es ist einfach nicht möglich. Oder? Ah. Wenn ich. 18 Sekunden, nee. Ah, nein. Jetzt schießt mich das Teil halt nochmal runter. Das ist halt. Ich kann nochmal direkt anfangen. Ach ja. Okay. Wir haben's verhauen. So. Ah. Gottes Willen. Ich wollte doch nur nochmal von vorne anfangen. So. Jetzt erstmal darüber. Ich. Ich glaube, es ist dann besser, wenn wir uns hier rein begeben. Wenn mich das Spiel auch lässt. So. Und dann begebe ich mich in einen Linkflug. Oder halt in einem Absturz. Das geht natürlich auch. So, jetzt kann ich da drüben hin. Muss dann darüber. Oh Gott. Okay. Also ist doch sehr auf akkurate Steuerung angewiesen. Oder es macht Sinn, von oben aus zu starten. Eins von beiden. Nee, den letzten haben wir nicht gekriegt. Den letzten haben wir nicht gekriegt. Okay. Ich glaube, man muss halt ein paar Mal das machen, um halt ein bisschen reinzukommen. Aber ich glaube, wir haben auch keine Zeit mehr dafür. Ich guck mal nach. Ja, wie ich mir das gedacht habe, wir sind fast durch. Ich kann jetzt noch einen letzten Anlauf natürlich starten. Einfach aus Prinzip und um halt zu sehen, ob ich es halt doch irgendwie schaffe. Zum Beispiel, wenn ich hier Zeit spare. Und gar nicht erst mich hochballern lasse. Dann jedoch hier mich einmal hochballern lasse. Dann aber sofort den hier aktiviere. Dann wieder deaktiviere. Ah. Dann hier hoch schwebe. Oder schwobe. Hä? Ich muss halt wirklich akkurat dagegen anarbeiten. Dass ich halt nicht zu viel fail, okay? Okay, okay, okay. Dann jetzt aber.
Okay, wir können es jetzt diesmal schaffen. Und wir haben es geschafft. Gut, 2 von 40 Herausforderungen abgeschlossen. Also es sind doch ein paar schwere dabei, also je nachdem, ob man halt die richtigen Upgrades hat oder nicht. Das hier habe ich kurz auf knapp geschafft. Ja, und ich würde sagen, wir kümmern uns dann in den kommenden Parts noch um den Rest, was ansteht. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.